General, eine Henne besteht zu 75% aus Federn. So wie die Indianer. Hey, was soll denn das? Hey! Ich führe die Indianer herum. Wollen sie uns begleiten? Kann ich euch bei dem Federvieh lassen? Nö, wir bleiben viel lieber bei den Hühnern. Wir haben auch ein Vorratslager für Büffelfleisch. Oh, wie peinlich. Aber nützlich. Haben wir noch Klebstoff von der Bastelstunde übrig? Passt auf, wir verkleiden uns als Indianer und sagen, wir müssen schnell weg. Sie öffnen das Tor und hopp, 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 sind wir frei. Und wie finden wir uns in der Wüste zurecht? Wir folgen den Kutschenspuren, die führen uns bis zur großen Schlucht. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ihr seid hier immer gern gesehene Gäste. Wow, wir uns verspätet. Ihr schnell zu unseren Indianerfreunden. Oh, oh, die Hühner, sie hauen ab. Wer hat denn das Tor aufgelassen? Da, die Spuren. Süße Freiheit, wir sind unterwegs. Spielsalons, Banken, die man ausrauben kann. Was hat der hier zu suchen? Los, hau ab! Verschwinde, verzieh dich! Die Hühner sind wütend. Das ist schlecht für die Eier. Ich beobachte sie lieber von Weitem. Ein Wirbelsturm! Sie verlieren ihre Federn! Ich muss den Hühnern helfen! Och, jemand hat die Kutschenspuren geklaut! Hol Galsch ist im Osten. Wir gehen nach Osten. Und wo ist Osten? Osten führt von Westen weg, wenn man nach Norden blickt. Und wo ist Norden? Nördlich vom Süden. Und wo ist Süden? Das ist der falsche Zeitpunkt, um Verstecken zu spielen. Huhu, ihr kleinen Hühner, wo seid ihr denn? Bock, 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 bock. Hey, so viele Hühnerställe. Vielleicht sind meine Hühner ja da drin. Da ist ein Hahn, den werde ich gleich mal fragen. Ich kenne ihn. Das ist der Gefängnishund. Er ist ein bisschen langsam. Das ist merkwürdig. Ich würde sagen, da hat sich jemand in der Wüste des Todes verirrt. Niemand kann ohne Hilfe in der Wüste des Todes überleben. Bloß, wir suchen sie. Sie müssen Spuren hinterlassen haben. Schon wieder daneben. Ich verdurste gleich. Du musst deinen eigenen Schweiß ablecken. Das habe ich in meinem Wüstenführer gelesen. Du dämliche Echse! Das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Ich bin ganz trocken. Eine Bar, ja! Eine Drink für mich! Ja! Was haben die Hühner bloß unter ihren Federn? Vielleicht Fell? Ich hoffe, dieser fremde Indianerstamm hat Decken dabei. So eine Nacht in der Wüste ist ziemlich kalt. Ich kann nicht einschlafen. Mir ist so kalt. Können wir uns nicht mit unseren Federn decken? Sie haben uns gefunden! Verschwinden wir! Die Steine! Die Steine zerplatzen! Das ist es! Was? Wovon redest du da? Der Temperaturunterschied zwischen der Tages- und der Nachtzeit sorgt dafür, dass die Steine zerplatzen. Ach, wirklich?
Das ist das Schöne am Reisen. Man lernt immer etwas Nützliches. Bewegt euch, Dalli Dalli. Aber Joe, wir haben die halbe Nacht nicht geschlafen. Dann mach beim Laufen die Augen zu. Na gut. Ei. Ach, wäre das jetzt schön in unserer kühlen Zelle. Niemals! Ich verdurste lieber und starbe vor Hunger, als ins Gefängnis zurückzugehen. Können wir abstimmen? Na schön, machen wir eine Pause im Schatten. Ein altes Indianersprichwort sagt, Geier am Boden, Hoffnung in der Luft. Geier in der Luft, Hoffnung am Boden. Alles in Ordnung, mein Hühnchen? Sind wir in den ewigen Jagdgründen angekommen? Ich glaube, der geheimnisvolle Stamm ist gar nicht so geheimnisvoll. Sir, die Hühner sind wieder zurück. Ich meine, die Daltons. Bitte verlasst die Wüste so sauber, wie ihr sie vorgefunden habt. Unterschrift verrückter Wolf. Das haben die Hühner also unter ihren Federn. Zebrastreifen. Die Natur überrascht mich immer wieder. Oh, 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 mir ist schon ganz schwindelig, Joe. Oh. Wir springen auf drei. Eins, zwei, drei! Welcher hirnlose Esel hat denn hier einen Tunnel gegraben? Das waren wir, Joe. Guten Abend, Dortens. Kleiner Nachtspaziergang. Alle meine Pläne waren ein totaler Reinfall. Ich bin eine Schande für die ganze Familie. Nein, bist du nicht, Joe. Hey, du bist der Beste. Ja, du bist ganz klar der Gemeinste und Blödeste von uns allen. Hast du letzte Nacht schlecht geschlafen, Joe? Was? Sind die Ärmchen zu klein für den großen Hammer? Ich glaube, du hast ihn verärgert. Neues Spiel. Warte, ich mach mit. Klopf, klopf, klopf. Wer ist da? So früh. Ich war doch noch gar nicht fertig. Ein deprimierter Gefangener ist schlecht für meinen guten Ruf. Sie müssen ihn sofort aufheitern. Ich möchte, dass alle meine Gefangenen glücklich sind. Eine tote Krähe, ein Grabstein, ein Blumenfeld. Ja, Joe, schon viel besser. Vollgekleckert. Er ist völlig energielos, ohne jegliches Fluchtverlangen. Ach, wenn meine Vorgesetzten in Washington herausfinden, dass Joe Dalton nicht mehr versucht zu fliehen, dann kürzen sie unser Budget. Ich habe darüber nachgedacht. Vielleicht würde es ihn aufmuntern, wenn wir ihn in eine Situation bringen, die ihm gefällt. Komm schon, Joe, jetzt reiß dich zusammen. Das Leben ist wunderschön. Ja, denk positiv, Mann. Es könnte schlimmer kommen. Du könntest noch kleiner und noch hässlicher sein. Joe, wir haben eine Überraschung für dich. Okay, wir sind da. Sieh mal eine Bank. Kommt dir das nicht bekannt vor? Oh nein, der berühmte Joe Dalton. Bitte tu mir nichts. Ich hab nicht mal ein Sparbuch, von dem ich was abheben kann. Hey Joe, neues Spiel. Ich bin grün, ich bin rund, ich hüpfe auf und ab. Na, wer bin ich? Falsch, die grüne Erbse auf dem Trampolin. Oh, wie leichtsinnig von mir, ganz allein zu spazieren mit so viel Zaster in meiner Tasche.
Na, juckt es dich nicht in den Fingern, Joe? Hm? Warten Sie, ich helfe Ihnen über die Straße. Willst du mich verscheißern? Ah! Ei, ei, ei. Kennst du den von dem Hund, der die Zimmerdecke bemalt? Och, kennst du schon. Na, was möchtest du jetzt machen, Joe? Ein kleines Nickerchen. Ich geb's auf. Er lässt sich nicht helfen. Und wenn wir ihn bei seiner Flucht unterstützen, vielleicht würde ihn das aufmuntern, hm? Ich meine, das wollte er doch schon immer machen. Aber er ist doch immer noch ein Gefangener. Keine Sorge, dieser Plan funktioniert doch nur vorübergehend. So, wir gehen jetzt mal weit weg. Zum Glück ist die Tür verschlossen. Dann machen wir jetzt eine ganz lange Wachpause. Ich hasse es, wenn Leute die Tür auflassen. Er wird ausbrechen, ob er will oder nicht. Ich glaube, diesmal war es ein voller Erfolg. Nicht mehr. Du machst mich noch verrückt. Ich möchte glückliche Gefangene. Glückliche, verstehst du? Aber du siehst lebensmüde aus. Ich habe Depressionen. Ich kann doch nichts dafür. Und ich stehe kurz vor einem nervösen Durchfall. Gehen Sie zum Doktor. Ich weiß. Ich habe eine Idee, Mr. Peabody. Aber das ist völlig unmöglich. Er ist im Ruhestand. Joe, du hast Besuch. Hey, Joe. Ich bin's. Lucky? Lucky? Lucky! Ich mach ihn fertig! Lass mich raus! Jetzt ist er wieder ganz der Alte. Lasst mich raus! Ich will sofort raus! Ich muss raus! Ich mach ihn fertig, diesen verflixten Lucky! Bin ein einsamer Gefängnisdirektor. Weiter. Irgendwie erinnert mich der Cowboy an jemanden. Ah, ich weiß, Batman! Ganz schön ruhig heute. Wer wäre schon so blöd, bei dieser Bullenhitze auszubrechen? Wisst ihr, was Marla sagt? Nur ein Idiot ist so blöd, bei einer Hitzewelle auszubrechen. Halt die Klappe, du Rindvieh! Sie könnten uns hören! Geschafft! Wir sind durch, Joe! Ich kann die Freiheit sehen! Oh. Gefängnisalarm! Fehlalarm! Los, ab durchs Loch! Hey, passt doch auf! Beweg dich! Sie kommen! Geliebte Freiheit, ich komme! Runter mit den Waffen oder ich erschieße den kleinen Hosenscheißer! Womit denn, Freundchen? Öffne das Tor oder ich schicke Joe Dalton zu den Engländern! Warum brauchst du so lange, Joe? Und die beiden hier auch! Und was ist mit mir? Ich möchte auch zu den Englein. Regt euch wieder ab, ich wollte mich ausruhen. Na, falls jemand ausbrechen will. 5 Gefangene? Das ist ja fast die Hälfte meiner Profitbringer. Das erfordert ein Unterhändler. Ist ja gut. Wozu denn die ganze Aufregung? Runter mit den Schießeisen, dann gibt's auch lecker Schokoeis. Hey, wir machen einen Deal, Stinky Bill. Deine beiden Schießprügel gegen unser Loch. Glaubst du, ich bin so dämlich wie du? Tor aufmachen oder ich schicke einen ins Jenseits.
Ich verhandle nicht. Zuerst musst du eine Geisel freilassen. Ich. Okay, einer kann gehen, aber die anderen drei kommen mit. Mich. Ich möchte lecker Schokoladeneis. Ich komme dann später nach, Jungs, ja? Bitte lass mich frei. Ach, und wie willst du uns dann finden? Na ja, du hinterlässt die Adresse von eurem Versteck bei Mr. Peabody. Tja, es ist wieder Zeit. Oh, das war ja mal wieder klar. Die anderen feiern eine Party und ich muss Wache schieben. Hier, halt mal. Hey, ich versuche hier Geschäfte zu machen. Wenn ihr nicht aufhört rumzualbern, gibt's das auf die Mütze. Euch wird gleich das Lachen vergehen, ihr Schnarchnasen. Lass uns runter oder ich mach aus dir ein Sieb, Stinky Bill. Essen ist fertig. Mann, so ein Hohlkopf. Von jetzt an sind wir die drei Dalton-Brüder. Aber wir sind doch eine Familie. Was würde Ma sagen? Ich tausche den dicken Stinky Bill gegen den blöden Averill. Aber dann haben wir keine Geisel. Nein, aber dann haben wir diese Babys. Ein Austausch also? Von mir aus. Wir treffen uns an der Zufahrt. Wir tauschen Averill und 5 Portionen Schokoeis. Worauf wartest du noch? Los, her mit dem Eis! Halt mal, Averill! Ich nehme Stinky Bill als Geisel. Oh nein, nicht schon wieder. Das wird ja immer verrückter. Gib auf, du Fleischkloß. Ich hab dich in der Hand. Nein, du gibst auf. Ich hab dich zuerst als Geisel genommen. Es schießt ja doch keiner. Wie lange sollen das noch gehen? Ich glaube, ich weiß genau, was hier zu tun ist. Das Schlaflied, das Ma uns gesungen hat. Darauf falle ich doch nicht rein. Die versuchen uns in den Schlaf zu lullen. Jungs, wir müssen wach bleiben. Manometer, langsam wird die Party aber schnarchend langweilig. Hey, hört mal! Die Musik hat aufgehört! Machen wir, dass wir wegkommen! Geliebte Freiheit, wir kommen! Hey, ihr Partytiere, macht nicht so einen Krach oder ich ruf die Polizei. Hey, Gefängnisalarm! Los, schnell suchen wir das Loch und dann ab nach draußen. Es ist so dunkel, man kann gar nichts sehen. Wo ist jetzt dieses dämliche Loch? Schneller, schneller! Wer hat hier einen Kaktus gepflanzt? Hör auf, komm zu labern, lauf! Das ist gemein, wo ich doch eine Kaktusallergie habe! Da! Und jetzt raus! Hier ist Post für die Daltons. Grüße von Stinky Bill. Nett, dass er an uns gedacht hat. Er war immer ein anständiger Kerl. Naja, vielleicht schickt er uns ja auch eine Weihnachtskarte. Meine lieben Gefangenen, die Gefängnisleitung hat beschlossen, dass wir am nationalen Gefängnisblumenwettbewerb teilnehmen. Tja. $3,000 winken dem Gefangenengewinner und die Strafe des Gärtners wird um sage und schreibe 23 Tage reduziert.
345 Tage minus 23 Tage. Moment mal, wie viel bleibt da noch? Fabelhafter Falke wird euch unterrichten. Hau, ihr Pflanzenliebhaber. Also ich hasse Gärtnern. Ich habe gelesen, manche Reben können bis zu 6 Meter hoch werden. Ich glaube, mein grüner Daumen kehrt zurück. Es geht ans Herz zu sehen, wie die Gefangenen etwas anderes graben als Tunnel. Hey, runter von meinem Grundstück, klar! Ich hab hier zuerst gestanden. Na. Was ist denn hier los? Der Gartenzwerg will mein Grundstück klauen. Meins muss an der Mauer sein. Das ist mein Garten und ich grabe meinen Tunnel darin. Tja, wenn ihr so gerne Löcher gräbt, dann werft ihn doch ins Loch. Na, kein Grund, nervös zu sein. Hier sind ein paar Bohnensamen, die in der Lage sind, den Schwanz des Adlers zu kitzeln. Bis zum Mauerende würde schon reichen. Der lange Schlacks ist ein guter Schüler. Er hat einen grünen Daumen. Hey, aber ich hab mir doch die Hände gewaschen. Es will nicht wachsen. Naja, ein paar Monde musst du schon warten, ehe die Ranken wachsen. Das ist mir zu lange. In meinem Buch steht was von einem Wachstumsbeschleuniger. Mustang-Dung. Funktioniert das? Her damit! Mustang-Dung ist das für Profis und nichts für Amateure. Was ist das? Mach das Tor auf, oder ich mach aus dir einen Nudelsieb. Lass das Tor auf, wir sind gleich wieder da. Wir wollen nichts kaufen, danke. Hier ist die Indianer-Lotterie, Sie haben den Jackpot gewonnen. Hurra! Dünger oder Leben. Warum sind wir ausgebrochen, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, Joe? Wir brechen später aus, du Idiot. Dieser Kretin hat den ganzen Mist verschüttet. Ist denn das zu fassen? Es wird Zeit abzuhauen. Los, mir nach! Los, fangt sie ein! Oh, was für ein friedlicher Wald. Sind wir hier nicht schon mal lang gegangen? Ergebt euch los! Ihr bekommt uns nie! Wir kriegen die Deutens doch sowieso! Geh nicht schubsen! Machen wir hier unser Picknick? Ich glaube, ich habe einen Dorn im Hintern. Wir können nicht abhauen, ohne was zu essen. Ach, Herrje, oje! Das viele Blut!
Nicht bewegen, die halten uns für tot. Wir schleichen vorsichtig zum Ausgang. Jetzt beruhigen Sie sich doch mal wieder, Miss Betty. Ich bitte Sie. Schnell, wir brauchen ein paar Tragen. Ich hab euch erwischt. Vergesst die Tragen. Wir brauchen Handschellen. Ich war noch nie richtig gut im Toter Mann spielen. Danke für das Pflanzentötolin, fabelhafter Falke. Jetzt ist das Gefängnis endlich wieder sicher. Ich hab noch etwas von dem Indianerdünger. Das ist unser Weg zur Freiheit. Ist das? Dann verwandelst du dich in einen Riesen und bringst uns nach draußen in die Freiheit. Aber Joe, du weißt doch, das wirkt nur bei Pflanzen. Avril hat ein Erbsenhirn, das funktioniert perfekt. Eso! Das ist das zweite Mal, dass mich heute was an den Hintern piekst. Ich hasse diesen Tag. Jungs, wo seid ihr? Endlich, da seid ihr ja. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, ganz klar. Nach links. Nein, nach rechts. Das war auch der falsche Weg. Deckung! Abtauchen! Wie sollen wir die Daltons finden bei all diesen vielen unterirdischen Tunneln? Ganz leicht. Und zwar so. Da sollte mal jemand seine Unterwäsche wechseln. Na los, gehen wir auf Hasenjagd. Spur gefunden. Seht mal ein kleines Häschen. Ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan, kleines Hasilein. Also schön, Jungs, wir teilen uns auf. Ein Tunnel muss doch nach draußen führen. Die Spur ist frischer als frisch. Ich finde euch schon. Okay, seht zu, dass man euch nicht sieht. Was denn? Du hast doch gesagt, man soll uns nicht sehen. Da vorn ist ein Licht. Natürliches Licht. Passt auf, vielleicht sind die giftig. Da fehlt etwas Salz. Habt ihr von den Pilzen gegessen? Nein, klar, habt ihr von den Pilzen gegessen, ihr Deppen. Naja, es ist ganz nützlich, wenn man die Hände frei hat. Ihr könnt doch nicht einfach alles in euch reinstopfen. Haben wir euch. Benehmt euch nicht wie Babys. Los, runter mit euch. Du zuerst. Du zuerst. Und du
mit dir? Oh, ich hab Wanstkrummeln, Joe. Das kommt von diesen blöden Pilzen. Na, zumindest können wir uns so den Weg leuchten. Weiter geht's. Das gefällt mir nicht. Es ist zu ruhig. Es ist niemand hier. Gehen wir lieber wieder zurück. Averill, Licht! Averill! Das bin ich nicht! Oh! Ein Schatz! Ja! Sie kommt näher. Schnappen wir uns, was wir tragen können, und hauen ab. Hörst du das? Die Geister rasseln mit ihren Ketten. Oh, ja! Hey, das sind doch die Daltons. Wusste ich doch, ihr Hohlköpfe. Mann, sind wir froh, euch zu sehen. Let's go! Oh, süße Freiheit, endlich! Was für ein Glück! Das ist ein großer Tag. Danke, dass ihr den verlorenen Schatz seinem rechtmäßigen Besitzern zurückgebracht habt. Mein Stamm dankt euch, meine Mutter dankt euch und mein Konto dankt euch ebenfalls. Ja, na dann wollen wir mal wieder nach Hause gehen. Eine hübsche kalte Zelle und ein hartes Bett sind eine willkommene Abwechslung nach dieser Aufregung. Oh Mann, nach der Schufterei mache ich erstmal ein kleines Nickerchen. Ich muss jetzt erstmal schlafen und die ganze Aufregung verdauen. Na toll. Wie macht man ein menschliches Nachtlicht aus? Oh je. Yeah.